Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe mir gedacht, jetzt ist endlich der Tag gekommen. Baldur's Gate wurde endlich final released. Raus aus der Early Access, rein ins richtige Spiel. Und ich habe mir gedacht, ich habe das Spiel schon länger in meiner Steam-List und jetzt ist die Zeit gekommen, uns das Ding genauer anzugucken. Ich habe vor Monaten schon mal die Möglichkeiten angespielt, die es schon gab. Aber ich wollte jetzt, wo alles freigeschaltet ist, auch mal, ja, neu anfangen, gucken, was draus geworden ist aus dem Spiel. Die Early Access hat schon sehr beeindruckt durch ihre, ja, Komplexität, durch ihre Grafik, durch ihre Möglichkeiten. Ich bin gespannt. Wir fangen heute mal neu an. Wir machen ein neues Spiel. Machen ein, ja genau, ich erinnere mich wieder. Ich würde gerne das tatsächlich auf Easy spielen, auf den Entdeckermodus, da ich schon gehört habe, dass es wohl sehr knackige Rätsel geben soll, die doch sehr schwer sind. Und ja, ich bin ja eher so der Feierabend-Gamer. Ich habe ja hauptberuflich was anderes zu tun, als hier zu spielen. Und dementsprechend habe ich mir ja gedacht, soll es erstmal eine entspannte Runde geben. Vielleicht im fortgeschrittenen Modus kann man den Spielgrad nochmal neu auf schwererer Stufe beginnen. Wir fangen einfach mal mit Entdecker an. So, was hat er jetzt? Zack. Hui. Gedankenschinder. Ich erinnere mich. Ich werde mal die Maus verstecken, damit wir uns das Intro hier mal richtig schön ansehen können. Fein, fein, fein. Ja, lecker. Ich habe einen neuen Freund offensichtlich. Ja, wer bin ich? Das ist jetzt genau Charakterdesign, die gute Frage. Was sind wir? Was wollen wir sein? Wollen wir was Zufälliges nehmen oder was haben wir denn so im Portfolio? Hier sind ganz offensichtlich vorgefertigte Charaktere. Nein, ich hätte gern einen eigenen. So, was haben wir denn da? Aussehen bearbeiten. Ich, wo habe ich denn hier die Auswahl? Volk, hier. Hier kann ich mir aussuchen, was ich sein möchte. Möchte ich ein Elf sein? Ich weiß ja noch nicht mal, was für eine Klasse ich sein will. Ein Kämpfer? Ein Barde? Tralala, ich mach Musik. Magier. Magier finde ich eigentlich immer total toll, aber ich hätte auch irgendwie Lust. Hexenmeister. Ich mag ja Hexen. Also, ist ja so. Magier, Zauberer, oh Gott, was differenzieren sie denn da auch noch? Schurke, Waldläufer sind wahrscheinlich die, die
Pets haben und mit Bogen kämpfen, ne? Sieht ganz danach aus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Schön aus der zweiten Reihe schießen. Das ist genau das, worauf ich stehe. Also wir werden uns einen Waldläufer zaubern. Fragt sich nur, welches Volk? Wie sehen denn hier die Menschen aus? Hey, der Afro-Look. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Drow waren doch Dunkelelfen, ne? Ja, genau. Sieht man schon an der fahlen Hautfarbe. Tiefling. Ah ja. Oh. Die Dame hat einen Schwanz. Ist das deswegen eine Dame? Ja, doch. Ist ja keine Thailänderin. So. Elfen. Ein Elfenjäger? Hätte ich schon Bock drauf. Halbelf. Halbelf ist auch bestimmt auch nicht schlecht. Halbelf, halb zwölf. Mal gucken, wie spät es ist. So, also, was sind denn das hier? Gideon? Was? Wie werden die geschrieben? Githyanki? Sind seit je, nee, seit ihrer Versklavung durch die Gedankenschinder ziemlich rücksichtslos. Sie fliegen auf roten Drachen über die Astralsee und bringen ihre Silberschwerter und ihre psionischen Kräfte gegen jedes Anzeichen von Elysien-Gefahr in Anschlag. Okay, das hätten sie jetzt auch in Altgriechisch schreiben können. Ich habe kein Wort verstanden. Außer, dass sie auch roten Drachen fliegen. Ich muss gestehen, ich habe... Das ist bestimmt schon 30, 35 Jahre her, dass ich AD&D gespielt habe. Ich denke, da ist mir doch einiges an Wissen abhanden gekommen. Gnome. Klein, aber fein. Knuffig. Wie sehen denn hier die Männchen aus? Habt ihr hier mal... Die kleinen, klugen und agilen Gnome nutzen ihr langes Leben, um Feerons hellsten Ort und dunkelste Tiefen zu ergründen. Ja, überall mal reinschauen, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Drachenblütige? Okay. Stolzes Volk, das den Clan... und eigenes Können über alles und andere stellt. Einst von Drachen versklavt, wollten sie unabhängig sein und von niemandem gesehen werden, nicht einmal von den Göttern. Klingt praktisch. Halborg. Ja, ich glaube, da ist mal wieder ein Kieferchirurg angesagt. Waldläufer. Ich würde gerne mal einen Halbelfen-Waldläufer zaubern. Mal gucken, was können die denn? Die neugierigen, ehrgeizigen und vielseitig begabten Halbelfen, okay, sind überall willkommen. Das hört sich gut an. Tun sich jedoch schwer, da sie keine Gesellschaft wirklich angehören. Okay, so ein bisschen so der Außenseiter. Will ich Außenseiter spielen? Zwerge. Es ist des Zwergen Eigenart, dass er die Frauen mag, behaart. Ich weiß nicht, mit Zwergen konnte ich mich noch nie anfreunden. Ich habe bei Herr der Ringe Online mal einen Zwerg gespielt. Das war im Prinzip auch nicht schlimm. Also, hat Spaß gemacht. Aber sowas wie Gnome finde ich eigentlich total knuffig. Was hat sie denn da am Fuß? Irgendwo reingetreten? Pfui, bäh. Was sind denn hier? Also Halbelfen hatte ich. Was sind denn die normalen Elfen? Was können die denn? Mit ihrer ätherischen Schönheit. Oh ja, das trifft auf mich zu. Und ihrer Langlebigkeit sind Elfen im Einklang mit den Kräften der Natur und gedeihen im Licht und im Dunkeln. Das ist gut. Ihr dort im Schatten und ihr dort im Licht. Ja, und Aussehen bearbeiten, fortfahren. Was kann ich denn hier... Unterarten. Ach du Schande, es gibt auch noch Unterarten.
Hochelfen-Zaubertricks. Volksunterartenmerkmale. Flinkheit. Das ist doch ideal. Waldelfen. Diese leben zurückgezogen in den Wäldern Feruns. Ihre jahrzehntelange Übung im Bogenschießen klingt gut und ihre Tarnung werden durch außergewöhnliche Geschwindigkeit weiter verstärkt. Das klingt gut. Baumkuscheln ist genau mein Ding. Waldläufer. Wir nehmen das mal. Bevorzugtes Gelände. Was kann der hier? Tierbändiger. Ich bin eigentlich nicht so... Wir haben zwar eine Katze, aber das muss ja nur nicht heißen, dass ich im Spiel auch ein Tier brauche. Zielsicherer Schlag. Finde ich gut. Du hast schon zahlreiche Tage in unwirtlichen Wüsten verbracht. Du bist gegen Feuerschaden resistent. Okay. Also ich bin derjenige, der die Pizza aus dem Ofen holt. Ich sehe das schon kommen. Das klingt aber nicht schlecht. Dein Erzfeind. Das Studium von Taktiken und Fähigkeiten bestimmter Kreaturen hat dir eine große Bandbreite an Fähigkeiten verliehen, die verschiedenen Stationen nutzen sind. Okay, du hast schon gegen einige Zauberwirker gekämpft. Du bist in Arkanenkunde geübt und kannst zielsicheren Schlag wirken. Hüter des Schleiers. Du bist darauf spezialisiert, Kreaturen von anderen Existenzebenen zu jagen. Ach Gott, ich muss ja auch noch auf Parallelwelten. Du bist in Arkana Kunde geübt und kannst den Schutz von Gut und Böse wirken. Ja, sehr schön. Kopfgeld. Waldläufer Ritter. Passives Merkmal. Du hast geschworen, einer Krone oder einer Nation zu dienen und ihre Feinde zu vernichten. Oh Gott, ist das klein hier auf dem Bildschirm. Du bist in Geschichte geübt. Ich weiß noch, was gestern war. Und du bist im Umgang mit schwerer Rüstung geübt. Na, als Waldläufer weiß ich nicht. Was soll ich da machen? Mir eine Baumborke machen? Geheiligter Pirscher. Du hast geschworen, die Feinde eines heiligen oder druidischen Ordens zu jagen. Du bist in Religion geübt und kannst heilige Flamme wirken. Okay, ich bin Armleuchter. Magiebrecher. Klingt gut, ne? So, Hintergrund Soldat. Akolyt, Scharlatan, Krimineller. Nein, das wollen wir doch nicht sein. Unterhaltungskünstler. Hey, ich mach euch den Entertainer. Du lebst, um dein gewöhnliches sowie hochstehendes Publikum zu beeinflussen und zu unterwandern. Ah, okay. Bewahre Kunst und bringe Freude ins Leben von Glücklosen und Niedergedrückten. Okay. Um deine charismatische Aura zu stärken. Akrobatik und Auftreten. Okay, wahrscheinlich vor jedem Monster. Tada! Ah, Volksheld. Um die Hilflosen zu beschützen, rettest du Unschuldige aus Gefahr, wird deine Legende wachsen. Mit Tieren umgehen. Oh, okay, dann hätte ich das aber anders... Was wollte ich machen? Straßenkind. Was kann denn Straßenkind? Nach einer armen, trostlosen Kindheit, ich erinnere mich noch, ja, weißt du das Beste aus allen zu machen. Deine Erfahrungen mit der Straße lassen dich für die bevorstehende Reise Heimlichkeit, Fingerfertigkeit. Das sind ja eigentlich eher so die Sachen, die ich einem Schurken, einem Dieb, du hast dein Leben im Tempel verbracht, heilige Riten erlernt und deinen Göttern Opfer dargebracht. Na toll. Frage nicht, was dein Gott für dich tun kann, sondern was du für deinen Gott tun kannst.
Dienst du ihnen und entdeckst ihre heiligen Werke, so wirst du wahre Größe erlangen. Wie groß ist sie denn jetzt? 1,5 Meter? Motive erkennen. Macht aber irgendwie Sinn. Was ist denn der Scharlatan? Dein Weg zum Erfolg führt über die verdrehte Wahrheit und gegeneinander aufgehetzte Verbündete. Täuschen und Fingerfertigkeit. Ah, okay. Diese Frau wird schnell mit den Fingern fertig. Finde ich klasse. Krimineller, das finde ich jetzt nicht so unterhaltsam. Wobei das mit dem Scharlatan, das klingt fast für mich wie der Unterhaltungskünstler. Krimineller, du hast Erfahrung darin, die Gesetze zu brechen und mit Hilfe illegaler Verbindungen zu überleben. Du bist in den Taktiken auf Schlachtfeldern bewandert. Nachdem du lange mit in militärischen Positionen gedient hast, das passt, finde ich, irgendwie nicht. Was sind denn Gildenkünstler? Deine Fähigkeit in einem bestimmten Handwerk hat dir die Mitgliedschaft in einer Handelsgilde, da ist ein S dazwischen, genau, in einer Handelsgilde eingebracht, die dir Schutz und Privilegien bietet. Es wird dich inspirieren, seltene Werke zu entdecken und zu restaurieren. Wie, ich mache hier den Restaurator. Ach, was ist denn der Weise? Du bist neugierig und belesen. Dein Wissensdurst ist unstillbar. Ja, das finde ich jetzt eigentlich völlig unbrauchbar, aber das nehmen wir. Attribute. Intelligenz. Okay, schlau wie Scheibe Toast sehe ich gerade. Übungsbonus plus 2. Und Weisheit plus 1. Charisma 10, das ist so, oh, der Langweiler. Ich will nicht doof sein. Kann sich mit Mühe die Schuhe zu binden, okay. Konstitution 13 ist eigentlich... Ja, soll mir recht. Ach, ich nehme den. So, und was ich jetzt noch möchte, ist einmal hier Männchen, Weibchen einmal definieren. Und überhaupt, Aussehen bearbeiten. Ah. Die ist grün. Stimme? Where to next? Who's next heißt das? Hm. What was that? Let's hope the locals are friendly. Tolle Stimme, aber nur wenn sie einen Oberlippenbart hätte. Be wary. This place is trapped. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to? Hm. What was that? Hm. Let's hope the locals are friendly. Pals, something just woke up down here. Klingt ein bisschen dominant. Ja, ich denke, kommen wir gleich zu. Warum nicht? Warum nicht eine weibliche? Was habe ich gesagt? Ist Halbelfe? Halbelfe. Na gut, vielleicht ist sie auch nur 9:45. Ist mir egal. So, wir gucken mal. Kopf, Gesicht, Stimme anhören. Körperbau. Du siehst auch nicht weiblich aus. Bisschen kräftig? Oh, hallo. Okay, dann... Sieht ein bisschen tuntig aus. Aber nicht mit dem Gesicht, ne? Da finde ich sie immer noch am femininsten. Ja, so feminin sollte schon sein. Stimme, was habe ich gesagt? Be wary. This place is trapped. Ja, da genau, hier sind Fallen. Schauen wir mal in die Augen, Kleines. So.
Schlafzimmerblick. Auch nicht schlecht. Kleine Augen. Kleine Knobelnase. Ist eigentlich ganz hübsch. Ich finde auch die Haare, wie sie jetzt trägt, finde ich gar nicht so schlecht. Wir gehen aber mal runter. Hautfarbe. Wald 3. Ich finde das tatsächlich... Gefällt mir ganz gut. Ja, ich mache da jetzt auch keine Wissenschaft draus. Was ist denn mit aller Hautfarben? Oh, hier ist das Spektrum. Oh. Nee, dann gib mir mal bitte angemessene Hautfarben. Ha, zu lange in der Sonne gestanden. Ja, im Prinzip gar nicht schlecht. Das bestätigen wir mal. Blass 2, ja, genau. Ja, im Wald ist viel Schatten, da gibt es wenig Sonne. Narben. Kann ich hier irgendwo die Haare... Reife? Oh ja. Nee, wir machen mal jugendliches Aussehen. Anzahl der Sommersprossen, die gehen mal auf 0 runter. Finde ich fürchterlich. Intensität der Sprossen finde ich auch fürchterlich. Lasse ich mal weg. Die Narben, da waren noch Narben. Haben wir die eins übergezogen? Auch hier auch, ja. Man sagt ja immer, Narben sind die Orden der Krieger. Hm. Zack. Ha, wer ist ein Z? Wer ist der Harry Potter? Das sieht, wer da Narben hat, hat eine leidenschaftliche Nacht hinter sich, ganz ehrlich. Oh, das ist auch nicht schlecht hier. Sieht ein bisschen aus wie vom Drachen geküsst, aber... Nein, ich lasse das mal. Ich lasse ihn mal komplett ohne Narben. Die wollen wir uns ja erstmal verdienen. So, die Sprossen haben wir weggelassen. Was ist denn die Vertiligo-Pel... Oh, okay. Ah. Okay. Ah, ich lasse das mal. Genitalien Standard, bitte? Oh, jetzt muss ich mal... Das will ich sehen. Oh, hallo. Aber ich glaube, ich blende das mal wieder ein. Ich glaube nämlich, da komme ich bei YouTube in Probleme. Bekomme ich da, weil dann heißt es wieder, oh, das ist nicht kindgerecht. Weil ja auch Erwachsene dieses Spiel spielen können. Kleidung ausblenden. Die hat ja gar nichts an. Normalerweise haben sie doch immer mal ein Höschen oder irgendwas drunter. Genitalien, Standard. Ja, das kannst du wirklich einstellen. Ich, bitte nicht. Ein Gmail? Ich lass mal Standard. Okay, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich guck mir das in Ruhe mal an, wenn ich das Ding nicht aufzeichne. Kleiner Nagidai. So, nicht schlecht. So, Körperschmuck. Haare. Ich würde gerne erstmal die Haare definieren. Wobei ich den Haarschnitt jetzt schon recht schick finde. So, für eine Elfe. Kleines Schlitzohr. Rot-braun. Gib mir mal... Wie sieht's denn mit schwarzer Haare? Ich mag ja immer schwarze Haare. Die sehen aber ein bisschen grau aus. Blau sieht ein bisschen aus wie bei GBLT. Blond. Weiß. Ich denke mal, als Waldläufer, ja, so ein rotbraun, dunkelbraun, das finde ich ganz in Ordnung. Jetzt müssen wir uns nur noch für eine Frise entscheiden. Zack! Zu aufwendiger Haarschmuck für eine, die im Wald lebt. So. Das ist sehr, sehr windschnittig. Stelle ich mir jetzt für jemanden, der im Wald lebt, unpraktisch vor. Wo
Kurze Haare. Hat was Strenges, ne? Ja, so ein Undercut. Ist nicht so meins. Etwas burschikos ist auch nicht so meins. Ich mag ja dann tatsächlich den femininen Stil. Wobei, das geht schon fast hier. Mit dem Pferdeschwänzchen hinten. Ja, sowas würde ich bei einer Kriegerin gerne sehen. Das würde ich da... Hier, das hier ist eigentlich was für Magier oder Hexen oder Akrolyten. Das ist auch nicht schlecht. Die Strähne hier vorne sieht schick aus. Gefällt mir schon ganz gut. Das hier ist auch eher so... Für Gnome würde ich das hier passend finden. Auch für Gnome, das ist nicht so... Das ist auch eher sowas für Akrolyten. Das ist auch noch so ein Gnome-Style. Wäre okay. Die merken wir uns mal vor. Lebenskünstler. Geschäftige Promenade. Oh, da ist der Föhn explodiert. Es tut mir leid. Nein, dann möchte ich nicht. Das ist mir zu kurz. Ich hätte schon gerne was Längeres. Sieht sehr feminin aus. Gar nicht so schlecht. Gefällt mir ganz gut. Ach, das ist ja voll Wusch hinten. Der bleibt ja im Bogen hängen. Gestreng nach hinten. Ja, so geflochtene Haare finde ich eigentlich immer so bei Charakteren, die irgendwo, ja, eben im biederen Haushalt leben oder gepflegtes. Das ist mir hier für meine Waldelfe. Könnte schon für eine halbe Waldelfe. Mit Zöpfen. Ja, das finde ich schon nicht schlecht. Haare zusammengebunden, damit die nicht im Weg hängen. Vorne ein bisschen zottelig, aber nicht schlecht. Hier kommt wieder der freche Bubischnitt. Ich bin ja dann doch eher... Oh, der ist... Da finde ich auch nicht schlecht. Wie heißt der? Ernste Jägerin. Na, der heißt auch noch so passend. Die hat ein bisschen was von Eichhörnchen, wie ich finde. Das merke ich mir vor. So, geschliffenes Messer. Unten hart abgeschnitten. Okay. Hinten kurz, vorne lang. Eine Fukuhila. Nee. Fukuhila ist genau andersrum. So, was haben wir hier noch? Das ist auch so ein Wuschel. Ich bleibe noch immer bei dem Eichhörnchen da oben. Das würde ich auch nicht schlecht finden. Das hat nämlich so ein bisschen was Wildes. Da man ja im Wald nicht so oft vorm Spiegel sitzt. Gorgone, das sind dann wahrscheinlich hier die Rasterlocken. Ja. Okay. Auch so gestrenges Gedöns. Jetzt kommen wir hier zu den ganzen Zöpfen. Hier haben wir wieder so ein Afro. Afro stehe ich überhaupt nicht drauf. Muss man den Charakter für haben, aber das passt hier gar nicht. Wie gesagt, ich bin immer noch der Freund von dem Eichhörnchen. Aristokratin. Macht hier keinen Sinn. Oh, die wilden 70er lassen grüßen. Würde auch schon gehen. Hier die Pippi Langstrumpf, das ist ja... Kann man machen, ist aber nicht meine erste Wahl. Ja, ich glaube auch, das wuschelige Eichhörnchen, das ist eher so mein Typ, muss ich sagen.
Passt auch. Aber ich finde ihre Ohren dann verdeckt. Das finde ich schade. Wenn man schon so ein Spitzohr ist, sollte man es auch zeigen. Unser Lockenkopf. Das ist so ein bisschen 40er-Jahres-Style. Hier kommen wir wieder in den Afro-Bereich mit dem geplatzten Föhn. Dreadlocks. Afro. Das ist... So streng zurück. Das ist eher wirklich wieder was für Akrolyten-Zauberer, finde ich. Das passt nicht. Das passt. Ja, Kurzhaarschnitt. Männlicher Magier. Ist mir zu wollig. Hier kommen wir wieder zu so einem Eichhörnchenschnitt. Könnte auch gehen. Finde ich auch nicht schlecht. Sind alle sehr ähnlich, haben alle so ein bisschen Ende 40er, Anfang 50er Jahresstil. Oh, hier hinten ist noch ein kleines Eichhörnchen-Schwänzchen dran. Finde ich nicht schlecht. Und ein bisschen die Haare wuschig durcheinander. Okay. Welches war das? Du warst das. Mann, ey. Ich bin froh, dass ich hier nicht zum Friseur muss. Finde ich auch nicht schlecht. Also lange Haare finde ich ja schon schön. Nein. Ja, aber hier so schön. Oh, das finde ich. Oh, das finde ich gar nicht schlecht. Hat ein bisschen mehr was von Hochelf. Aber man kann ja so tun. Wie heißt du denn? Hübscher Förster. Gleich notieren. Das ist die Frisur, badische Inspiration vom Anfang. Ich glaube, wir nehmen den hübschen Förster, wenn da noch was Extravagantes kommt. Hier ist wieder so ein Bommel. Kurzer Schnitt. Nein. Och, sag mal, sind wir bald da? Alter Schwede, haben die Frisurenauswahl. Auch nicht schlecht. Hier der kleine Zottel. Okay. Kommen die Ohren gut zur Geltung? Sieht ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Dreadlocks sind gar nicht meins. Hier ist das Doppelhörnchen. Kurz und bündig. Das ist auch nicht schlecht. Lang, glatt und streng nach hinten. Die Ohren kommen zur Geltung. Cooles Teil. Wie heißt du denn? Winzerzaust. Ja, dafür liegen sie aber schön glatt. With the Wisp. Perfekt gestreckt. Ja, das sind dann die Hochelfen, die dann hier eher so die Aristokratie verkörpern. Nö. Nö. So, Dauerwelle. Ich würde sagen, wir nehmen hier den Winzerzaust, der fiel mir echt am besten. Wo ist er denn? Weidentrainerin. Hübscher Förster. Hat er auch was? Ich hätte gerne den Winzerzaust.
streng nach hinten. Ja, den nehmen wir. So, Farbe. Rotbraun. Kriegt sie was Blondes? Nö. Ich bleibe tatsächlich bei Braun und vielleicht sogar dunkelbraun. Schwarzbraun finde ich jetzt optisch keinen Unterschied. Man möge mich korrigieren. Oder gebe ich hier so ein Scarlet? Red Hat. Nein. Ich finde so extravagante Haarfarben, das ist dann doch eher was so für Magier und Co. Wir bleiben bei dem Standard langweiligen Rotbraun. Bestätigen. Glanzlichter, mittelblond. Oh. Was für Glanzlichter sehen wir denn? Ich sehe da gar keine Glanzlichter. Vielleicht sollte ich mal die Intensität. Ich würde eher sagen. Ergrauung. Wir brauchen noch nicht ergraut zu sein. Das ist wahrscheinlich eher was für den älteren Jahrgang. Schminkstil. Oh, jetzt wird's haarig. Nein. Wie sieht's denn mit Körperschmuck aus? Ich denke mal so als Waldelfe, da könnte man tatsächlich hier die Gebrauchsanweisung über die Augenbraue schreiben. Damit könnte ich leben. Zu viel des Guten. Nein, hat ein bisschen was von Maori. Auch das ist mir zu viel. Das sind eher so Krieger-Tattoos. Ein Schwert an der Kehle? Nee. Denn ich was. Ja, das sowas hier pflanzlich. Dunkles Purpur. Kriegst ein Röschen. Ich finde so Zeichen auf der Haut, ja, sowas würde noch gehen, aber Zeichen auf der Haut, das wäre eher so ein wie bei Magiern, so Schutzzauber oder irgendwas. Ich nehme nichts. Piercing-Stil. Oh, oh, jetzt kommen wir der Sache näher. Mitternachtstränen. Ja, so ein bisschen viel gepierst. Hier so eine kleine Dunkelmonde. Auch eher was für Akrolyten. Ups. Schlangen aus Schuld. Oh, hier so eine kleine Perlchen. Roter Schimmer. Ist schick, den merke ich mir.
Nein. Nein. Sieht schon besser aus. Aber nein. Nasenringe finde ich ja schrecklich, ne? Also auch im Real Life. So, pass auf, du kriegst hier die kleinen... Hier die kleinen roten, die darfst du haben. Augen. Ja, zwei. Heterochromie. Unterschiedliche Augenfarben. Stimmt das? Heterochrom? Ja. Nein, wir bleiben bei einem. Und sie kriegt einfache braune Augen. Blaue Augen, auch hübsch, aber wie gesagt, sie ist ja im Wald aufgewachsen, dunkelgrün. Soll mir recht sein. Ja, kann man mitleben. So, jetzt kommen wir zum Schminkstil. Oh, aber jetzt wird's schwer. So. Lippentönung. Achso, ja, Lippentönung. Intensität der Lippenfärbung. Das sieht ein bisschen aus wie Lippenstift 50er Jahre. Ich würde ihr tatsächlich... Zack. Oder so ein... Intensität der metallischen Tönung, ja. Oh Gott, ja. Ja, ne, der sieht dann schon echt aus wie... Frisch aus dem Douglas-Geschäft. Hier, schön Lipgloss. Dick Lipgloss. Aber ich gebe ihr mal so ein bisschen hübsch, darf sie aussehen. Mache ich hier den. Nein. Geh mal zurück, ich will das nicht. So, was haben wir denn hier? Das sind so ein paar Lidstriche. Hier so eine... So ein Herzchen. Nein, Herzchen. Was haben wir denn so allgemein? Hm. Ja, hat schon was. Das mag ich eigentlich. Das nicht. Wie nennt sich das hier? Schminkstil 9. Das ist ein bisschen verwaschener Kajal. Das ist das heulende Mädchen in der Disco. Finde ich nicht schlecht, aber nicht mit Erde. Wie sieht denn hier so ein Violett aus? Und das finde ich ganz so stark. Sieht auch aus wie billig aus der Disco. Nein, 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 nein. Ein bisschen. Ja, ist eigentlich ganz nett geworden. Ich bin jetzt auch nicht so der Schminkexperte, also
Haare, Augen, Augen haben wir ja schon. Die Farbe, Körperschmuck haben wir, allgemeines. Ja, dann würde ich sagen, kann ich das hier aus-X'en? Zurück zum Hauptmenü? Das will ich nicht. Fortfahren, hier unten natürlich. Charakternamen eingeben. Wie soll sie denn heißen? Linda, wie Linde? Nein, das machen wir nicht. Was könnte man denn? Budleia? Ein Pflanzenname wäre schon wichtig. Jetzt ist Kreativität gefragt. Da würde ich doch mal sagen, was hüpft denn so im Wald für Kräuter rum? Asyl? Oder Aslia? Mal gucken, ich denke, das sollte eigentlich... Hauptsache jetzt kommt nicht, diesen Namen gibt es schon. Du brauchst einen Wächter. Wächter wofür? Einen Droh? Ich nehme Gnom. Wer könnte mich besser bewachen als ein Gnom? Ein Halbling. Halbling ist cool. Was heißt denn, du brauchst einen Wächter? Ich verstehe das nicht. Zwergenkrieger. Wie wär's damit? Ich habe ja damals die Forgotten Realms gelesen mit den Drow. Was konnten die denn alles hier noch ins Unterreich vertrieben? Die meisten Drow haben eine rücksichtslose Pragmatismus entwickelt. Jene, die sich in den schätzen den Dogmen. In goldener Rüstung. Ich glaube, hier möchte ich nicht auf Nacktheit klicken, ganz ehrlich nicht. Oder einen nackigen Halbelfen. Nee, ein Halbling. Halbling muss schon sein. Halbling ist cool. Zufälliges Aussehen wählen. Ups, dann macht er mir gleich. Nein, ein Halbling soll schon sein. Was heißt denn jetzt weiterziehen? Volk. Stämmiger Halbling ist cool. Nicht binär und andere. Ach du Schande, hier kannst du auch noch MWD wählen. Okay, nicht in meiner Welt. So, es ist zwar Fantasy, aber Stimme. Remarkable. Truly. Zimmer da mal schnell ein zusammen, das muss jetzt nicht so detailliert sein. Hier so ein Naseweiß, das passt, ein Halbling, so. Good luck. Der ist zu klein. Follow your instincts. Hier ist die Auswahl nicht so groß. Follow your instincts. Okay, mach ich. Don't be afraid. Ich habe keine Angst, so. Der kriegt aber eine Narbe, weil er Kämpfer ist. Hat sich hier beim Kartoffelschälen geschnitten. So. Reife? Darf er schon etwas älter sein. Anzahl der Sommersprossen? Du kriegst welche. Hat keine. Okay. Okay, okay, okay. Körperschmuck. Nee, Haare. Gesichtsbehaarung. Erstmal Haare. Da gab es doch hier diese
kleinen Zottel liegen. Sehr schön. Blond gibt's nicht. Der kriegt auch so ein dunkles Braun. Oder kriegt der so ein lustiges? Ne, der kriegt auch so ein dunkles Braun. Dem muss ich doch hoffentlich keinen Namen geben, ne? Neutralgrau, schwarz-rot, Taube, ist egal. So, Schminkstil braucht er nicht. Gesichtsbehaarung sollst du kriegen. Na guck. Sieht aus wie Conchita Wurst hier. Das finde ich passend. Für einen Halbling, super. Noch superer. Oder nur ein kleiner Obert. Nein, er sieht mir aus wie ein deutscher Führer. Ich hätte gerne was unten rum. Sonst habe ich hier zu viel Assoziation an einen alten Österreicher. Na hier, hat sich beim Rasieren geschnitten. Passt. So. Haare, Augen, Augen 2, Hazelnuss, kann sein, Körperschmuck, allgemeines. Ja, passt. Oh, oh, der Gedankenschinder. Ah ja, wir fliegen. Okay. Okay. Danke, dass Sie mit Akolyt geflogen sind. Zack, willkommen an Bord. Na guck, da kann man ja nur hoffen, dass es gleich Duty-Free-Sachen zu kaufen gibt. Parfüm und Zigaretten. So einen Drachen hätte ich auch genommen. Uiuiui. So,
eigentlich auch eine coole Rasse. Steuerung links halten, um irgendwas. Das ging zu schnell. Das kann man doch gar nicht so lesen. Du kannst die schnell. Ja. Du kannst schnell lesen, wenn du es übst. Oder die Sequenz immer und immer wieder anguckst. Ja, hallo. Da sind wir ja. Automatisches Speichern. Mein Kopf. Eine deutsche Synchro, das wäre noch cool geworden. So, aber bevor wir jetzt hier anfangen zu spielen, würde ich sagen, die Aufnahme dauert jetzt eine gute Stunde. Grundlegende Bewegung, das kommt jetzt eh alles ins Tutorial. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir speichern. Und ja, wer Lust hat, wir können ja morgen noch weiterspielen. Ich würde sagen, wir tasten uns in den nächsten Tagen hier mal immer weiter vor. Wenn ihr wollt, schaltet wieder rein. Ich würde mich freuen. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, ob ihr was sehen wollt, was Spezielles, ob ihr Tipps habt für mich, weil ich bin in Baldur's Gate, ja, Neuling, mehr oder weniger. Wie gesagt, Beta habe ich schon vor langer Zeit mal angespielt. Bin gespannt. Ansonsten würde ich sagen, schaut wieder rein. Ich würde mich auf euch freuen. Bis denn.